Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Polit-Talk Digitales Zürich. Wir haben das Thema, brauchen wir ein Notfallset für digitale Krisen? Die Corona-Krise ist am Abflauen und sie hat eine Art digitales Problem auch offenbart. Nämlich in dem Moment, wo wir begonnen haben, über die Tracing-App zu reden. Da haben wir darüber geredet, wer darf wie Daten sammeln, wo sollen die Daten gespeichert werden, was kann man mit den Daten machen. Dieser ganze Themenkomplex, nicht die Tracing-App, aber generell das Datensammeln, das Verwenden und Auswerten von Daten, will uns heute beschäftigen im Polit-Talk von Digitales Zürich. Die Veranstaltung, zu der ich Sie begrüße, ist ein Gemeinschaftswerk von eZürich. Das ist das Kooperationsnetzwerk, in dem Unternehmen, Hochschulen, Verwaltungen und Verbände zusammengeschlossen sind, koordiniert durch die Stadt und den Kanton Zürich. Das gemeinsame Ziel von eZürich ist, den ICT-Standort des Kantons Zürich zu koordinieren, weiterzubringen mit koordinierten Veranstaltungen und aktuelle Fragen in die Diskussion zu bringen und so Ihnen und uns Anlass zu geben, um weiterzukommen, was die digitale Entwicklung des Standortes betrifft. Die heutige Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Digital Society Initiative und dem Staatslabor statt. Ich habe es gesagt, es geht um Daten, es geht um die Risiken des digitalen Nutzerverhaltens im Internet. Im Januar, die dabei waren, erinnern Sie sich, haben wir darüber geredet, wie sicher ist die Infrastruktur im Kanton Zürich. Heute wenden wir uns mehr den Userinnen und Usern zu und fragen uns, wie sicher sind sie unterwegs oder was kann der Kanton, was muss der Kanton oder was tut der Kanton unternehmen, um die Menschen vor Cyberkriminalität, vor Datenmissbrauch, vor Datenklau zu schützen. Wir möchten dies heute mit 4 ausgewiesenen Expertinnen und Experten diskutieren. Ganz zu meiner Linken haben wir Thomas Gresch. Er ist Chief Technical Operation von TX Group. TX Group ist noch nicht so bekannt. Das ist das Dach, das eigentlich über Tamedia 20 Minuten und diversen Plattformen wie Ricardo zum Beispiel thront. Er ist da zuständig für die digitale Entwicklung. Er koordiniert das innerhalb der TX Group und er koordiniert das bei der Login Allianz. Da werden wir später noch sehen, was die Login Allianz genau ist. Dann zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen rechts, haben wir Katja Dörlemann. Katja Dörlemann ist Security Awareness Spezialistin bei Switch. Da setzt sie sich seit 2017 dafür ein, dass die Information über Informationssicherheit bei Hochschulen, bei Hostern und bei Bürgerinnen und Bürgern gefördert wird. Interessant ist, das habe ich bei Herrn Gresch vergessen zu sagen, er ist Physiker, aber interessant finde ich bei Frau Dörlemann, sie ist ursprünglich Literaturwissenschaftlerin und wir ahnen, diese Information hat viel mit Kommunikation zu tun. Wir werden das im Verlauf der Diskussion sehen. Herzlich willkommen, Sie beide. Auf dieser Seite haben wir ganz außen Professor Duvenin. Er ist von der Universität Zürich und forscht und lehrt da im Bereich Datenrecht, Informations- und Kommunikationsrecht. Ich habe mir kurz in Ihre Publikationsliste reingeschaut. Da gibt es so kürzlich erschienene Publikationen wie Big Data in der Versicherungsindustrie. Es gibt die Nutzung der iCloud-Dienste durch Anwältinnen und Anwälte, Datenschutz und automatisierte Entscheidungen und etwas, das ganz neu bei der heutigen Thematik ist, das Dateneigentum, also wem gehören die Daten? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Sicht auf die Dinge. Willkommen, Herr Duvenin. Und dann, last but not least, haben wir Barnaby Skinner. Er ist, wenn er sich ganz bescheiden bezeichnet, Journalist, hat sich über verschiedene Stationen bei Tamedia in verschiedenen Titeln einen Namen zuletzt als Datenjournalist gemacht und ist heute bei der NZZ und leitet da das Team, das
Daten aufbereitet, also Datenjournalismus macht, Videos macht, Grafiken macht, die ganzen Visuals. Das ist ja heute ein großer Trend im Journalismus, dass man Dinge eben nicht nur erklärt, sondern auch zeigt. Und viele Dinge laufen heute über die Optik. Aber wir haben Sie nicht wegen der Optik hier, sondern wir beginnen mit Barnaby Skinner. Wir haben Sie heute eingeladen, uns etwas zu demonstrieren. Datenjournalismus, das klingt ja wunderbar. Und eigentlich weiß bei dem Publikum, bei den Laien niemand so richtig, was machen die, wie kommen die an ihre Daten, holen sie das nur beim Bundesamt für Statistik. Da gibt es Dinge, die wir jetzt bei der Corona-Krise erlebt haben. Bundesamt für Statistik widerspricht dem Kanton Zürich und so weiter. Das kennen wir, dass da Datenzuverlässigkeit ein Problem ist. Aber Sie zeigen uns heute was ganz anderes. Ich sage, es ist der Magician Skinner, der hier heute auftritt. Und Sie zeigen uns, was ein Datenjournalist zusammentragen kann in no time. Wir haben Ihnen ein Zeitfenster von 12, 15 Minuten maximal gesetzt. Und alles, meine Damen und Herren, was Sie jetzt sehen, ist real life. Also es ist keine eingespielte Vorbereitung. Und wir sind gespannt. Sie erklären uns die Tools, Sie erklären uns, wie legal Sie noch unterwegs sind. Und bitte, Herr Skinner, darf ich Ihre Demonstration abrufen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht hier um einen Teil des Jobs als Datenjournalist und es geht um sogenannte Sekundärdaten, Primärdaten. Das wären das, was der Bundesamt für Statistik aufbereitet und uns zur Verfügung stellt. Sekundärdaten sind diese Daten, die wir bei der Nutzung von Social Media Netzwerken oder was es auch immer ist im Internet eigentlich da von uns geben. Es geht um Open Source Intelligence. Oftmals ohne zu wissen von uns geben. Ja, vermutlich. Wir wissen es, aber wir wissen es uns vielleicht egal. Okay. Es geht um Open Source Intelligence. Das ist ein Begriff, den es seit Jahrzehnten gibt. Mittlerweile, solange dass es das Internet gibt eigentlich. Und es geht da darum, um Möglichkeiten, Daten von Personen, personenbezogene Daten, die, also das ist nichts Illegales, im Internet aus Netzwerken zusammenzusammeln. Daten, die wir als Nutzer von uns gegeben haben, das uns vielleicht gar nicht mehr bewusst ist. Ich habe hier eine kleine Präsentation vorbereitet. Es geht hier einerseits mehr um dieses OSINT, Open Source Intelligence Framework. Das ist eine sehr schöne Zusammenstellung von allen verschiedenen Datenquellen, die uns, und das ist natürlich aus Sicht des Journalisten, sehr praktisch zur Verfügung stellen, wenn wir einen Menschen recherchieren wollen oder eine Firma und so weiter. Ich möchte hier beispielsweise auf die Möglichkeit mit Bildern, da sind wir doch beim Visuellen, aber nicht mit den eigentlichen Bildern, sondern mit den Metadaten der Bilder zu arbeiten. Da gibt es da in diesem Open Source Intelligence Framework, das ist eine Ansammlung all der verschiedenen Dienste, die diese Dienste untersuchen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel angewählt, die Photo Forensics, ein schönes Werkzeug, ganz einfach zu bedienen. Ich wähle jetzt hier ein Bild aus dem Internet, dieses Bild Donald Trump, der die Bibel hochhält. Was erfahre ich mithilfe dieses Werkzeuges über dieses Bild? Ich speichere das jetzt auf meinen Desktop ab und jetzt lade ich das hier hoch. Was erfahre ich noch außerdem über dieses Bild? Lade es hier rein und lass das hier analysieren. Und habe dann ohne... So, die Metadaten, die interessieren mich. Ohne irgendwelche weiteren Angaben konnte mir das Photo Forensics sagen, von wem dieses Bild überhaupt ist. Es hat Captions, wo es entstanden ist und so weiter. Ein wunderbares Tool, das natürlich dann mit unseren privaten Bildern auch sehr gut. Aber sind das Daten, die man absichtlich hinterlegt hat? Also, dass der Fotograf sagt, ich habe es geschossen, weil er ein Copyright hat und da wurde es geschossen, weil er Authentizität belegen will? Oder sind das Daten, die irgendwie versteckt für Userinnen und User nicht so bewusst weitergegeben werden? Also jedes Bild, das entsteht, verfügt über diese Metadaten. Mhm.
oftmals, wenn jemand ganz bewusst weiß, was er tut, kann er diese Metadaten natürlich löschen. Oft ist es aber nicht der Fall, wenn man auf eine Website ist, wo irgendwelche rechtsradikalen Bilder eine Feier teilen, haben die vielleicht nicht daran gedacht, diese Metadaten zu löschen. Aus journalistischer Sicht ist das natürlich sehr spannend, dann, um zu verifizieren, wann fand dieses Treffen statt, wer hat sich da dann tatsächlich getroffen und so weiter. Mhm. Das sind Informationen, die man mit diesem Werkzeug auslesen kann. Aber ich glaube, die Zeit... Sie dürfen weitermachen, ja. ein anderes Beispiel ist ein Werkzeug einer israelischen Firma, das heißt Pipel. Das ist eine Menschensuchmaschine, die Daten aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen, ist nicht ganz klar, welche Quellen, zusammensammelt. Das Werkzeug war lange Zeit offen. Es hatte sogar eine API, eine Automatic Programmable Interface, um da Bulk-Abfragen zu machen. Mittlerweile ist es kostenpflichtig. Es kostet sehr viel Geld. Die haben sehr viel Erfolg damit. Und man kann da, also ich habe jetzt sie mal gesucht, Beat Glocker. Das lädt jetzt mal aus der Datenbank heraus, was wir von, ohne jetzt Ortsangaben. Was ist denn der Unterschied zu, ich meine, mit Google-Bildersuche kann ich auch Beat Glocker eingeben. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, also ich habe hier ihre Telefonnummer, ich habe hier, mit wem sie, Cornelia Neubacher, ich weiß nicht, mit wem ist das eine Darüber rede ich nicht. Nein, das sagen wir jetzt gerade. Sagen Sie nicht. Natürlich, das muss nicht alles korrekt sein, aber das ist ja auch ein bisschen fatal, wenn hier falsche Angaben hinterlegt werden. Ich glaube, die hat mal ganz, ganz kurz als freie Mitarbeiterin für uns gearbeitet. Okay. Aber einige Jahre her, also es war nichts. Okay, nichts. Not very close. Nichts Verfängliches. Nichts Verfängliches, nee. Das Werkzeug ist mittlerweile kostenpflichtig, basiert aber auf Werkzeugen, die durchaus frei verfügbar und in der Open Source Community gepflegt werden. Und da möchte ich ganz kurz zeigen, wie einfach es eigentlich ist, diese Werkzeuge zu bedienen. Das letzte, und dann bin ich fertig, möchte ich ein Penetrationstesting-Werkzeug vorführen. Das ist, ich habe das hier verlinkt, das heißt The Harvester. Das benutzt Penetrationstester, sind Leute, die Unternehmen darin beraten, ob sie jetzt Sicherheitslücken in ihren Netzwerken haben. Oft sind das eigentlich keine Sicherheitslücken, sondern das sind Menschen, die Fehler machen und die Daten preisgeben. Und das ist dann oft der Zugang in die Firma. Das hier ist ein Werkzeug, um URLs oder bestimmte oder Personen und ihre E-Mails aufzuspüren in allen möglichen Netzwerken. Also das ist nicht nur eine Google-Suche, sondern da werden auch Sachen wie Dumps durchsucht mit E-Mails, die bereits gehackt wurden und so weiter. Also das ist mit einer simplen Abfrage kann ich da und durchsuche ich eigentlich das sogenannte Deep Web, also nicht das, was Google an der Oberfläche durchsucht, sondern da wird eigentlich tiefer eingetaucht, um Informationen zu einer bestimmten Person oder einer Firma zusammenzutragen. Und wie einfach das ist, da ist eine nette Anleitung, auf GitHub ist das drauf, diese Softwareplattform, wo Open-Source-Entwickler ihren Code veröffentlichen. Da ist der ganze Source-Code von dieser Entwicklung drauf. Ich kopiere mir jetzt die URL und ich gehe jetzt hier auf meinen Desktop. Ich mache das ein bisschen größer. Das sieht man ja am Bildschirm jetzt, oder? Ich speichere das jetzt auf meinem Desktop. Und ich gehe jetzt hier rein. Ich habe jetzt hier die Übersicht über dieses ganze Programm. Ist jetzt netterweise bereits auf meinem Gerät. Ich muss jetzt noch in die richtige Umgebung wechseln, damit ich das bedienen kann. Und jetzt kann ich hier mit einer simplen Zeile
die ich hier natürlich vorbereitet habe. Suche ich jetzt nach meinem Namen, um zu sehen, was finde ich da. Welche Informationen finde ich da über meinen Namen, welche anderen, welche Firmen, welche E-Mail-Adressen kommen hier zusammen. Ich habe jetzt hier, das würde sonst zu lang gehen, nur eine kleine Suche gemacht. Jetzt sieht man hier, wie das all diese Netzwerke, all diese, also das sind Social Netzwerke, diese Dumps von gehackten E-Mails durchsucht, um E-Mails und Firmen mit dem Namen Skinner zusammenzutragen. Man sieht welchen Schatz an Informationen. Also kann ich herausfinden, mit wem Sie oft mailen? So. Sie können so herausfinden, ob meine E-Mail bereits irgendwo kompromittiert war. Aha, okay. Allenfalls sogar, das publizieren die hier nicht, aber in anderen, das möchte ich jetzt hier nicht vorführen, aber es gibt ähnliche Werkzeuge, um Passwörter, die ich verwendet habe, auch mit herauszuziehen. Ich habe die hoffentlich wieder gewechselt, aber das ist oft nicht der Fall, dass die Leute dann Passwörter wiederverwenden, auch wenn ein älterer Account gehackt wurde, verwenden sie für neue Sachen immer noch dieselben Passwörter. Mhm. Die sind dann irgendwie in einem Dump vorhanden und man kann die wiederverwenden, das ist dann natürlich total illegal, sich da mit diesen Angaben in gehackte Konten einzubringen. Bevor ich die Runde eröffne mit den anderen Teilnehmern, was war Ihr größter Fang, den Sie so gemacht haben, oder der aufregendste Fang? Also verschiedene Sachen. Was mich vielleicht am meisten schockiert hat, war eine Recherche zur Nutzung von Social Media und ihren Business Accounts bei Schweizer Kantonalbanken, also bei allen Schweizer Kantonalbanken. Und da habe ich mit einem Sicherheitsexperten zusammengearbeitet, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe da von allen Schweizer Kantonalbanken in einem größeren Dump alle geschäftlichen E-Mails, die in Privatkonten verwendet wurden, rausgezogen. Das waren Tausende. Und man konnte dort, und teilweise, das hat mir dann der Sicherheitsexperte dann bestätigt, ich habe ihn dazu nicht aufgefordert, das ist ganz wichtig. Der hat mir dann bestätigt, dass in ungefähr 20% der Fälle die Passwörter, die diese Mitarbeiter in den Kantonalbanken verwendet haben, immer noch in diesen jeweiligen sozialen Netzwerken gültig waren. Also sie machten sich teilweise, waren das nicht sehr angenehme Netzwerke, wo sich die Leute aufgehalten haben, die machten sich im Grunde erpressbar. Und das ist also ziemlich gefährlich. Das klingt ziemlich gefährlich. Ja. Ja. Gefahr ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank, Barnaby Skinner, für diesen Einblick. Wir waren immer noch auf dem Legalen. Ja, wir haben hier nichts Illegales gemacht. Alle diese Informationen. Das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig, genau. Ja. Jetzt frage ich, Herr Gresch, wenn wir das gesehen haben, Kantonalbank-Mitarbeitende hinterlassen ihre Spuren, was waren es, 20% etwa, wo man sieht, dass sie auf zum Teil kompromittierenden Websites ihre Spuren hinterlassen haben. Das klingt gefährlich. Was ist Ihre persönliche größte Angst, wenn Sie im Internet unterwegs sind? Also meine ganz persönliche, würde ich sagen, ist, dass mein Passwort-Safe leakt, also dass eigentlich meine gesamten Passwörter auffindbar sind und so verwendet werden können. Und vielleicht so ganz generell die größte Gefahr sehe ich darin, dass Infrastruktur gehackt wird und letztendlich Menschen zu Schaden kommen durch die kompromittierte Infrastruktur. Und das Passwort Ihres Passwort-Safes, wie ist das? Ja, das sage ich Ihnen dann nachher beim Kaffee. Aber haben Sie es im Kopf? Das ist lustig, weil das Passwort
kann ich gar nicht sagen. Das ist gespeichert in meinem motorischen System. Mhm. Und ich habe mir letzthin in die Finger geschnitten und konnte mein eigenes Passwort nicht mehr eintippen, weil ich es schlicht und ergreifend gar nicht mehr weiß, weil das ist nur noch so ein Ablauf. Ja, ein Reflex sozusagen. Genau, also insofern bin ich sehr unerpressbar. Genau. Frau Dörlemann, Ihre größte Angst, wir haben bei Herrn Gresch gesehen, er hat zwar eine persönliche, das ist der Passwortcontainer oder Passwortsafe, dann eine Infrastruktur, die gehackt würde, Menschen kommen zu Schaden. Bei Ihnen das persönlich größte Befürchten? Ganz im Allgemeinen Manipulation. Dass ich nicht mehr, also wenn mein Passwortmanager gehackt oder safe, wie auch immer, gehackt wird, kann jemand machen, was er will, mit allen meinen Accounts natürlich. Wir leben im Zeitalter von Fake News etc., dass ich dann irgendwann nicht mehr weiß. Ja, wo ist das, man Ihnen so eine falsche oder Welt vorgaukelt oder wie, wenn Sie sagen, dass ich manipuliert wäre? Ja, genau. Also, dass man es irgendwann wirklich gar nicht mehr einschätzen kann, das wäre. Also weil das Internet beeinflusst alle Aspekte unseres Lebens. Wir sind irgendwo immer online oder zumindest meistens, die meisten von uns. Und wenn da Schindluder getrieben wird, so sagt man es, beeinflusst das das ganze Leben, alles irgendwie davor. War ja ein Stück weit auch bei Corona jetzt aktuell, so die großen Wellen mit Gegeninformationen, wo man zum Teil nicht mehr wusste, wer ist dahinter, was ist richtig, was ist falsch. Wir sind schon am Anfang dieses Zeitalters, denke ich. Barnabyskin, Sie haben gezeigt, was man kann. Sie wissen sicher noch viel mehr. Was ist Ihre größte Angst? Ja, es geht eigentlich in die ähnliche Richtung, dass jemand über mich Daten hat und genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit ich in eine Richtung steuere. Also ein kleines Beispiel, das ich kürzlich erlebt habe und das mich aufgeschreckt hat, war, ich habe ein Video von Dominic Cummings gesehen, vom Berater vom britischen Premier, der ja diesen ganzen Skandal erlebt hat, mit die Lockdown-Rules nicht befolgt hat. Da lief durch seine Straße und wurde von Passanten und von Nachbarn heftig beschimpft. Das war schrecklich und ich hatte Mitleid mit ihm. Und als das Video dann zu Ende war, dachte ich, was wäre, wenn jetzt irgendwie hinter diesem Video, wenn dieses Mitleid, das bei mir erregt worden ist, beabsichtigt wurde, vielleicht von Dominic Cummings selber. Sie sprechen eigentlich an, dass das Überschwappen vom Cyberraum in die reale Welt, wenn Leute Dinge glauben, die nicht sind, beispielsweise, dass Hillary Clinton einen Pädophilenring in einer Pizzeria unterhält und dann kommt einer, braucht es nur einer, der das glaubt und kommt mit der Knarre und dringt dann da ein. Also solche Dinge, wenn das dann physisch real wird, oder? Das meinen genau, Sie? Genau. Dass jemand wusste oder dass ich in einer Gruppe eingeteilt werde, wenn die sowas sehen, dann bekommen die Mitleid mit Dominic Cummings und dann gerät die eigentliche Geschichte in den Hintergrund. Mhm. Dann geht es darum, dass da jemand eigentlich an den Pranger gestellt wird. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir aufs juristische Glatteis, hätte ich fast gesagt. Florent Duvenet, zuerst die Frage, was ist so Ihre größte Befürchtung? Ja, also ich glaube, wir haben es gehört von den drei Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns berechtigte Sorgen machen müssen über die Sicherheit online. Ich glaube, als Durchschnittsuser sollten wir uns bewusst sein, dass das, was wir online tun, nicht so privat ist, wie man das denken könnte. Ich glaube, wenn man mit dieser Prämisse unterwegs ist, dann muss ich für mich persönlich sagen, dass ich eigentlich wenig Angst habe, wenn ich mich online bewege. Nicht zuletzt deshalb, weil von den Dingen, von denen wir hier jetzt bereits gesprochen haben oder von denen regelmäßig auch die Rede ist, das sind eigentlich meistens oder teilweise zumindest Horrorszenarien oder dann Geschichten, wo man sagen muss, aus einer rechtlichen Sicht, ja okay, ist unangenehm, aber jetzt wahrscheinlich noch nicht ein Nachteil, ein Schaden, den man aus Sicht der Rechtsordnung jetzt dringend bekämpfen müsste. Und wenn es denn so wäre, dann gibt die Rechtsordnung doch heute schon einiges her an Regeln, die zumindest theoretisch ermöglichen würden, diesen Schaden dann auch wieder gut zu machen. Diesem Faden gehen wir gleich nach. Wir haben noch einen Hinweis auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können uns live Fragen stellen. Unten an Ihrem Fenster, an Ihrem Videofenster hat es
ein Eingabefeld, wo Sie Fragen stellen können. Die werden von einem Kollegen redaktionell gesichtet und mir eingespielt, sodass ich nach jedem Frageblock Ihre Fragen abholen kann. Wenn Sie sich vielleicht an die ungefähre Thematik des jeweiligen Frageblocks halten möchten, dann ist Ihre Chance größer, dass Sie auch berücksichtigt werden. Wir reden jetzt zuerst über Recht, Datenrecht. Wer hat Recht am eigenen Bild, an den eigenen Daten? Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Also, Herr Duverdin, wem gehören die Daten? Wir haben gesehen, Herr Skinner kann da vieles rausholen. Wir haben gehört, ich habe Angst, ich werde manipuliert. Also, das war legal, was Herr Skinner gemacht hat. Unangenehm vielleicht, wenn das jetzt ein Seitensprung von mir gewesen wäre. Wem gehören diese Daten? Ja, also ich glaube, wir reden viel von Datencloud. Entschuldigung. Ja. Ja. Ich glaube, man muss als erstes mal einen Punkt klären, bevor man dann sozusagen in die Verästelungen einsteigen kann. Ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt für den, soll ich sagen, juristisch nicht vorbelasteten Zuhörer oder die Zuhörerin. Ein Eigentum an Daten gibt es nicht. Das gilt für Personendaten, das gilt auch für Sachdaten. Aber warum redet man denn von Datenklau? Klauen kann man nur, was aus einem gehört, oder? Ja, es ist nicht eine Vereinfachung der effektiven Sachlage. Ich glaube, Eigentum, das muss man sich bewusst sein, ist aus rechtlicher Sicht ein relativ klar definierter Begriff, von dem dann konkrete Rechtsfolgen auch anknüpfen. Wenn wir so im quasi Zwischenmenschlichen in einer Diskussion von Eigentum sprechen, ist dieser Begriff ungleich diffuser. Eben dann sprechen wir darüber, das sind doch meine Daten beispielsweise. Das stimmt so sicher dann nicht, eben wenn wir denken, das ist ein Eigentum, das mir erlaubt, vollständige Herrschaft über diese Daten auszuüben. Das Datenschutzrecht, das Personendaten erfasst, und das ist schon mal eine gewisse Einschränkung, vermittelt immerhin gewisse Kontrollmöglichkeiten. Wir sprechen häufig von informationeller Selbstbestimmung, was auch immer das genau heißen mag. Die Datenschutzgrundverordnung in Europa sagt explizit, es soll eine gewisse Kontrolle gewährleistet werden. Wenn man sich dann aber die Regeln etwas näher anschaut, dann merkt man sehr rasch, mit dieser Kontrolle ist es nicht weit her. Mhm. Wir sehen zwar Konstellationen, wo wir gefragt werden, um Einwilligung gebeten werden, sind wir einverstanden, dass XYZ macht mit unseren Daten. Meistens ist die Angabe dann so diffus, dass wir doch nicht wissen, was da genau dahinter steckt. Oder in so langen AGBs, oder? Genau, das liest dann niemand, diese Datenschutzerklärungen werden nicht gelesen. Das ist die Konstellation, wo wir vermeintlich eine gewisse Kontrolle ausüben können. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, um Bearbeitungen von Personendaten rechtmäßig auszugestalten, sondern die weit überwiegende Mehrheit, 90% plus der Datenbearbeitungen, basiert nicht auf der Einwilligung der betroffenen Personen, sondern auf einer Interessenabwägung. Das heißt, ein Unternehmen überlegt sich, darf ich diese Daten zu diesem Zweck bearbeiten, weil beispielsweise ich brauche die, um Credit Fraud zu bekämpfen, und dann besteht eine hinreichende Rechtsgrundlage, um das auch zu tun. Habe ich richtig gehört? Das Unternehmen wägt ab. Gibt es niemanden, der sagt, was für Abwägungen zulässig sind? Doch, im Streitfall muss das dann allenfalls ein Datenschutzbeauftragter überprüfen oder dann letztlich Gerichte. Aber das sind natürlich Millionen von solchen Entscheiden, die permanent gefällt werden müssen, weltweit. Und da kann nicht jedes Mal quasi ein Gericht konsultiert werden. Und diese Abwägungen sind auch nur sehr, sehr beschränkt vorgegeben durch die Rechtsordnung. Das ist, glaube ich, auch richtig so, weil die Konstellationen derart unterschiedlich sind. Das Spektrum an Datenbearbeitung ist derart groß, dass man hier keine detaillierten Vorgaben machen kann von Seiten des Rechts. Sondern es geht darum, sicherzustellen, dass sich Unternehmen überlegen, kann ich das tun, habe ich ein legitimes Interesse daran, das dann möglicherweise auch überwiegend ist gegenüber dem Interesse der betroffenen Person. Mhm. Wenn man sich das vor Augen führt, sagen wir mal nur 90%, wahrscheinlich sind es mehr der Datenbearbeitungen, dann sieht man sofort, dass es mit dieser Kontrolle oder informationellen Selbstbestimmung nicht wirklich weit her ist. Mhm. Aus guten Gründen nicht, aber viele von uns leben in der Illusion, weil wir eigentlich nur die Konstellation sehen, wo wir gefragt werden, dass wir eigentlich immer gefragt werden, bevor unsere Daten bearbeitet werden. Das ist nicht so. Es ist ja nicht nur eine Illusion, wie Sie sagen, das ist auch eine Forderung. Ich will eben Selbstbestimmung, die informationelle Selbstbestimmung. Die wird mir ja in gewissem Maßen vorgegaukelt. Also ja, möchte ich sie auch in Anspruch nehmen. Ja, ich glaube, das Verführerische an diesem Begriff ist effektiv, dass er auf den ersten Blick wahnsinnig überzeugend erscheint. Natürlich, Selbstbestimmung, Autonomie finden wir immer gut. Wenn sich das auf Informationen bezieht, erst recht, besonders heute.
Allerdings muss man sich bewusst sein, dass natürlich jede soziale Interaktion, auch das, was wir hier jetzt tun in einem physischen Kontext, auf dem Austausch und dem Bearbeiten von Informationen beruht. Sie schauen mich jetzt etwas skeptisch an, irgendetwas geht in Ihrem Kopf vor, Sie bearbeiten offensichtlich Personendaten über mich im Rechtssinne. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, ich hätte ein Recht darüber zu bestimmen, was Sie jetzt über mich denken dürfen. Wenn wir das aber in einen elektronischen Kontext transformieren und das Maschinen ausführen lassen und Unternehmen, dann kommt dieser Gedanke ins Spiel. Mhm. Und wenn man das historisch betrachtet, zumindest im deutschsprachigen Raum ist klar, dieser Begriff geht zurück auf ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts, wo es um die Frage ging, darf der deutsche Staat von seinen Bürgern einfach Daten erheben, einfordern? Mhm. Und dort wurde dieser Begriff geprägt und es war klar, das darf er nur, wenn er eine gesetzliche Grundlage hat. In diesem Kontext macht das sehr viel Sinn, aber wir verwenden dieses Konzept heute sehr viel breiter und eben geben uns der Illusion hin, dass es so etwas geben kann und auch geben sollte. Jetzt fragen wir mal, was da für Daten bei der Login-Allianz gesammelt werden. Herr Gresch, Sie haben Benutzerdaten, die das Ziel der Login-Allianz ist, dass irgendwann, es ist noch nicht so weit, CH Media, NZ Ringier und Tamedia oder TX Group alle ein Login haben, also alle Lesenden, sei es Gratiszeitung 20 Minuten oder sei es Abo-Zeitung NZZ, sich einloggen und man hat dann die Daten der Nutzenden. Warum wollen Sie das? Also die Daten, die gespeichert werden in diesem Fall, sind die Daten, die wir brauchen, um dem Benutzer ein besseres Benutzungserlebnis zu geben. Also wir gehen nicht hin, und kein oder wenige digitale Unternehmen gehen hin und speichern einfach mal Daten, sondern man geht hin und sagt, okay, der Benutzer hätte gerne, dass wir ihm Vorschläge machen, was für Themen diesen Benutzer interessieren kann. Und jetzt zum Beispiel macht es wenig Sinn, wenn man mir die letzten Sportresultate von IB gegen FCZ zeigt. Stattdessen könnte man mir vielleicht Vorschläge machen, was in der Welt der Quantencomputer gerade passiert ist. Und diese Daten, die würden dann im Falle des Logins gespeichert, damit mein Benutzererlebnis, wenn ich mich auf einer Seite der TX-Gruppe oder der Ringe oder der NZZ befinden würde, damit das Produkt selbst verbessert werden kann. Jetzt, Professor Duvenin hat es gesagt, es ist eine Abwägung der Interessen, was macht man mit den Daten. Und Sie legen jetzt den Fokus auf die User Experience, also dass der gut versorgt ist, aber Sie wollen wahrscheinlich auch Werbung verkaufen und machen das zu einem Teil auch für Ihre Werbekunden. Wo ist dann die Güterabwägung, ob der User das will oder ob der Werbekunde das will? Also ich sage jetzt mal, wenn ich, meine Kinder sind jetzt schon irgendwie 10 und mehr Jahre alt, also macht es wenig Sinn, dass ich jetzt die Pampers-Werbung zu sehen bekomme. Und das ist aber durchaus etwas anderes als vor 10 Jahren. Da wäre ich sehr empfänglich gewesen für das 3-für-2-Angebot von Procter & Gamble. Und insofern sehe ich getargete Werbung auch als relevant für den Benutzer. Natürlich irgendwie kann man sich dann überlegen, okay, wenn Benutzer das nicht wollen, dann können sie sagen, ja, will ich nicht. Und dann sehen sie trotzdem in meinem Fall jetzt die Pampers-Werbung wieder. Also Werbung ist da meiner Meinung nach nicht viel anders als der eigentliche Inhalt. Es geht um Relevanz, es geht darum, was interessiert mich, was interessiert mich nicht. Auch das ist wiederum eine bessere User Experience, wenn die Werbung getargetet ist. Und das natürlich innerhalb von gewissen Regeln, die befolgt werden müssen. Zum Beispiel kann man nicht im Dörfchen Niederwald, im Wallis, Frauen mit 28 Jahren targeten, weil da gibt es genau eine. aber wenn ich dasselbe wiederum in Wallisellen mache, dann ist da die statistische Relevanz so hoch, dass die Anonymität gewährleistet werden kann, dass das kein Problem ist, wiederum dieses Targeting anzubieten.
Also eben die Daten gehören eigentlich nicht dem Besitzer der Daten, die gehören dem gar nicht. Sie wägen ab, was ist für den User gut, was ist aber auch für unser Geschäft gut. Wir haben aber bei der Einladungsfrage von Frau Dörlemann gehört, Information, Beeinflussung und dann ist irgendwann auch Manipulation nahe. Wo, Frau Dörlemann, beginnt es für Sie zu kippen? Das Unternehmen, das die Daten sammelt, hat vielleicht abgewogen, das ist wichtig und gut für uns, aber Ihre Befürchtung steht jetzt dem entgegen. Wo kippt es, dass Sie es nicht mehr toll finden? Ja, da, wo man es halt, das merkt man ja nicht, da, wo es kippt, deswegen, das ist das Problem. Also ich bin auch Serviceoptimierung und so weiter, dazu Daten sammeln, ich denke, das ist irgendwie eine gute Sache. Da, wo es kippt, ist dann, wenn ich nicht mehr einschätzen kann, wenn ich nicht mehr verstehe, die Mechanismen gar nicht mehr nachvollziehen kann, was jetzt gerade passiert. Und ich denke, dass ich das, was ich sehe, also wenn ich nicht mehr weiß, ist das jetzt meine Idee oder wurde mir die Idee quasi eingegeben? Das ist ja dann irgendwann so ein Henne-Ei-Problem quasi. Und wenn ich das gar nicht mehr irgendwie einschätzen kann und diese Mechanismen nicht mehr hinterfragen kann, warum bekomme ich diesen Artikel gezeigt? Weil ich wahrscheinlich vorher auf den anderen Artikel, der mit dem gleichen Thema zu tun hat, geklickt habe und so weiter. Wenn ich das nicht wirklich gar nicht mehr nachvollziehen kann, dann kippt es irgendwann. Mhm. Weil dann habe ich die Illusion von, ich suche mir das alles selber aus und ich habe Selbstbestimmung, aber eigentlich bewege ich mich in einem Rahmen, der kontrolliert wird von dem Service, den ich gerade benutze. Mhm. Es gibt ja einen Sündenfall, jetzt spreche ich den Journalisten an, der auch recherchiert. Der Sündenfall ist Cambridge Analytica. Das hat irgendwie legal begonnen, Datenauswertung zum Service und irgendwann ist es dann gekippt in Beeinflussung, in politische Einflussnahme, Wahl. Ich sage jetzt Beeinflussung, vielleicht sogar Manipulation, wir wissen es, glaube ich, nicht so genau. Ist das für Sie auch das größte Problem, wie ich es jetzt gerade so exponiere? Ja, also es ist ja nicht ganz geklärt und das werden wir auch nie klären können, welchen Einfluss jetzt Cambridge Analytica gerade jetzt bei den US-Wahlen, bei den letzten hatte. Aber es gibt andere Beispiele, ältere Beispiele von Cambridge Analytica, die im karibischen Raum war, das ich habe das Land nicht mehr im Kopf, wo eine Kampagne, also da, wo man da nicht klar das zurückführen kann auf eine Facebook-Kampagne, die Cambridge Analytica auf Facebook lanciert und gepflegt hat. Natürlich nicht aus Cambridge Analytica, sondern und das ist das. Ich denke, dass da müssen wir als Gesellschaft, da muss unsere Politik, das müssen wir verstehen, da müssen wir ganz wachsam sein und das im Auge behalten. Mhm. Ja. Was da möglich, was da auf uns zu, also das wird nicht weggehen, das werden wir jetzt auch wieder bei den US-Wahlen jetzt erleben. Ja. Mhm. Jetzt, Herr Duvenel, Sie haben gesagt, ja, das Datensammeln, das Datenauswerten, das ist legal. Es gibt ja auch das Datenschutzgesetz, das sagt, was man machen darf. Sie haben mir am Telefon gesagt, was nachher die Konsequenz ist dessen, was man gemacht hat. Das ist gesetzlich nicht geregelt. Und da habe ich schon ziemlich gestutzt, als ich das gehört habe. Können Sie das nochmals erläutern? Was ist denn datenschutztechnisch geschützt und gesichert? Und wo ist grau bis hellschwarzbereich? Ja, also ich kann das vielleicht etwas anders versuchen auch einzurahmen. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich an einem fundamentalen Punkt, wo man genau dieses Spannungsverhältnis sieht zwischen den realen Problemen, die wir haben, und dem, was die Rechtsordnung heute hergibt. Ich bin völlig einverstanden. Ich glaube auch, Manipulation ist eine ganz große Herausforderung im politischen Kontext insbesondere, aber auch bei Konsumenten. Und das Wichtigste hier ist, dass sich die Leute bewusst sind, eben beispielsweise, dass Werbung heute personalisiert wird. Wenn das der Fall ist, dann ist schon mal ein großer Teil des Potenzials irgendwo relativiert. Wir können 100 Jahre zurückdenken, plus minus, als Werbung aufgekommen ist, wie wir sie heute kennen, auf Litfaßsäulen oder am Radio später etc., am Fernsehen. Man hatte immer diese Diskussion, jetzt werden die Leute manipuliert, sie werden dazu animiert, etwas zu kaufen. Das ist ein Lernprozess, auch auf Seiten der Konsumenten, der jetzt wieder neu mit neuen Technologien stattfindet. Mhm.
Und was sich hier besonders deutlich zeigt, und das ist eigentlich diese Frage, die Sie angesprochen haben, das Datenschutzrecht versucht sozusagen, den ganzen Prozess der Datenbearbeitung durchzuregulieren. Vom Moment, wo die Daten erhoben werden, bis zum Moment, wo sie gelöscht werden. Und die Grundannahme ist, das ist irgendwo alles risikobehaftet. Sobald ich mit personenbezogenen Daten arbeite, könnten daraus negative Konsequenzen entstehen für die betroffenen Personen. Welche Konsequenzen das aber sind, daran denkt das Datenschutzrecht nicht. Es gibt dort keine Regeln, mit denen man versucht, gegen Manipulation vorzugehen. Und so betrachtet, glaube ich, liegt es sofort auf der Hand, dass dieses Regelwerk auch nicht in der Lage sein wird, Manipulation effektiv zu verhindern. Mhm. Sondern was wir brauchen... Gehen sich die Leute nicht der Illusion hin, dass solche Datenschutzgesetze eben auch solche Manipulationen verhindern? Ja. Ist das eine Illusion? Das ist sicher eine Illusion. Bis zu einem gewissen Grad wäre es denkbar, dass hier mit den Mitteln des Datenschutzrechts quasi Riegel geschoben werden. Das Problem ist aber, weil wir damit versuchen, sozusagen die ganze Datenbearbeitung zu erfassen, dass wir sowohl potenziell negative Folgen als auch potenziell Nutzen reduzieren oder ausschalten. Das heißt, wir regeln die Nutzung von Daten relativ restriktiv und das bedeutet, weil wir das tun, unabhängig von dem, was hinten rauskommt, ob jetzt sagen wir jemand glücklich ist, dass er personalisierte Werbung erhält und eben nicht die Pampers, sondern ein vernünftiges Produkt, das er brauchen kann, oder ob jemand manipuliert wird, ob jemand manipuliert wird in seinem Wahlverhalten. Darüber denkt das Datenschutzrecht nicht nach. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht in der Lage, hier auch vernünftige Lösungen zu produzieren. Okay. Darf ich ein Beispiel dafür machen? Für ein jetzt, gerade jetzt haben wir so einen unglaublichen Fall von Daten, die uns als Gesellschaft nützen könnten, wenn das Bundesamt für Gesundheit die publizieren würde, nämlich die Corona-Fallzahlen auf Gemeindeebene. Wenn wir das zeitlich wüssten, wie viele Leute wo im kleinen infiziert werden könnten, wäre der Lockdown vermutlich nicht nationalweit nötig gewesen. Aber das Bundesamt für Gesundheit bezieht sich natürlich auf das Datenschutzgesetz und hat gesagt, das sind personenbezogene Daten, die können wir jetzt nicht publizieren. Also, darf ich hier gleich anhängen, weil das ist, sorry, ich glaube, das ist wirklich fundamental und ich würde noch viel weiter gehen. Es sind auch noch sehr viele weitere Daten vorhanden bei Bundesbehörden und auch bei Unternehmen, die es allenfalls ermöglichen würden, die ganze Entwicklung, die wir jetzt hinter uns haben, relativ detailliert nachzuvollziehen und damit besser zu verstehen, wie sich das Virus in der Schweiz ausgebreitet hat. Und das wäre möglicherweise eine fundamentale Grundlage, um in Zukunft, hoffen wir, es gibt keine zweite Welle, aber irgendeine weitere Pandemie wird es vielleicht geben, um in Zukunft besser vorbereitet zu sein und zu wissen, was man tun muss. Muss man die Grenze schließen oder nicht? Wann, wo, welche Hotspots gibt es? Sind die Schulen wirklich ein Problem? Etc. etc. Ich habe jetzt meine Nahlesebrille und ich sehe jetzt eine Frage. Sie ist bei mir nicht. Kurze Regieanleitung, ich sehe die Frage nicht. Können Sie das bitte? Ich habe die Nahlesebrille. Das ist eine Frage. Die Frage lautet, Daten als Wirtschaftsgut, was gilt für Kopieren von digitalen Daten? Kopierer gleich klauen? Fragezeichen. Das ist wieder eine Rechtsfrage. Kopieren gleich klauen, ja. Ja, ich glaube, die Frage kommt genau aus diesem Gedankengang heraus, dass irgendwo Eigentumsrechte an Daten bestehen. Und das ist auch nicht das, was das Datenschutzrecht macht. Das Datenschutzrecht will eigentlich die Persönlichkeit der betroffenen Personen schützen und ihnen nicht Eigentum an ihren Daten vermitteln, sondern sie davor bewahren, dass ihnen ein Nachteil entstehen kann. Wie gesagt, das funktioniert nur beschränkt, weil das Datenschutzrecht hier zu wenig differenziert. Und insofern kann man eben sagen, ja nein, es gibt kein Eigentum und damit ist das Nutzen dieser Daten auch kein Klauen. Erst recht nicht beim bloßen Kopieren, weil das ist die gleiche Diskussion, wie wir sie aus dem Urheberrecht kennen. Das sind Informationen, sind öffentliche Güter, die kann ich beliebig oft vervielfältigen. Ohne dass demjenigen, der die Daten hat, dadurch unmittelbar ein Nachteil entsteht. Ja, der einzige Nachteil ist, er hat keine Exklusivität mehr, aber er kann seine Daten genauso nutzen, ob jetzt noch zwei, drei andere die Daten nutzen oder auch nicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, im Denken noch zu wenig verwurzelt ist und weshalb dieses Denken in Eigentum und Klauen etc. nicht funktioniert. Eine Frage ist ja auch, ob ich mir bewusst bin, dass ich die Daten gebe. Wenn ich ein Login mache, dann wird wahrscheinlich in Feldern angekreuzt, was ich angeben will, muss, damit ich das Login kriege. Aber es gibt auch Daten, die gesammelt werden, ohne dass ich es weiß. Es gibt so neue Werbeformen, wo von Handys, Standorte, sei es über Wi-Fi oder Bluetooth,
ermittelt werden, wenn man vor einer Litfaßsäule oder vor einem Plakat steht. Ist das ein anderes Problem, wenn ich nicht weiß, dass die Daten gesammelt werden, als wenn ich wissentlich weiß, dass die Daten gesammelt werden? Wie sehen Sie das, Frau Dörlemann? Ja, natürlich ist das ein Problem, aber ich glaube, generell ist es so, dass die meisten Menschen einfach nicht über das technische Wissen verfügen, um einschätzen zu können, was kann jemand, dem ich diese Daten, ein Foto hochlade oder sowas, was kann diese Firma oder dieser Mensch damit jetzt machen? Und dann ist es egal, ob ich das weiß, dass sie das erheben oder ob ich weiß, dass sie es erheben, aber es gar nicht einschätzen kann, weil ich es nicht verstehe. Und auch die Gefahr nicht einschätzen, genau. Weder Benefit noch Schaden einschätzen genau. kann. Ja. Und da stimme ich selber ein, dieses Datenschutzgesetz, da hört es halt auf, weil irgendwann ist rechtlich alles abgesichert, das ist schön, aber wenn es dann, der Nutzer muss das ja umsetzen, also es muss ja irgendwie umsetzbar sein. Und die Leute, die Daten generieren und die im Zweifelsfall zu Schaden kommen, die müssen ja auch verstehen, was da passiert. Und da wird noch zu wenig gemacht, sehr viel zu wenig. Der Nutzer wird, Nutzer und Nutzerinnen werden einfach noch ein bisschen missachtet, vergessen, da wird sich noch nicht viel drum gekümmert. Es kommt langsam, weil auch die Cyberkriminalität sich immer mehr auf den Nutzenden einschießt, nicht mehr auf die Technologie. Aber da ist noch ein langer Weg. Aber es ist doch so, dass ich mit der Datenschutzverordnung muss ich die Möglichkeit haben, zu erfragen, was über mich gespeichert ist. Das Gesetz sieht das eigentlich vor. Genau. Jetzt ist es aber so, dass ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, die Einführung des DSGVO hat für die eigentlich davon Nutzen tragen sollen, nur Probleme generiert. Also es wird in den Medien ziemlich häufig, jetzt muss ich hier noch und das RGB noch und da anklicken und eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht und jetzt muss der Bäcker mir noch sagen, das und so weiter. Und das wurde so ein bisschen, also kommunikationstechnisch war das ein absoluter Albtraum, würde ich sagen. Ich wusste, mit Ihnen kommen auf Kommunikation zu sprechen. Ja. Also weil es ist eigentlich ein gutes Ding. Man hat den Bürgern so ein bisschen mehr Recht oder den Daten, wie haben Sie es vorhin genannt, Datenurhebern, nicht Eigentümern, die gibt es ja dann nicht, ein bisschen mehr Recht eingeräumt und auch das ganze Thema mehr ins Bewusstsein, ins gesellschaftliche Bewusstsein gebracht, aber halt leider ein bisschen... schwierig, so dass es jetzt einen sehr negativen Sie haben gesagt, es ist sehr schwierig, wenn man die Daten noch haben möchte. Ich weiß, bei Facebook ist es irgendwo, man muss ganz genau wissen, wo das ist. Und da kann man alles kriegen, was über einem gespeichert ist. Ja. Weiß man, wie viele Leute das überhaupt in Anspruch nehmen? Wir wissen, viele Leute machen sich Sorgen. Aber wissen wir, wie viele Leute das dann auch in Anspruch nehmen, um sich aufklären zu lassen? Also ich nicht. Ich arbeite ja nicht bei Facebook oder so. Ja. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, die wenigsten. Weil um das zu tun, muss man ja erstmal ein Interesse daran haben, sich überhaupt darüber zu informieren und überhaupt zu denken, ach, meine Daten, die sind was wert und vielleicht machen die damit Sachen, die ich auch gerne wüsste, die ich aber eigentlich gar nicht weiß. Und da fängt es schon an, also es ist nicht nur, also der erste Schritt ist die Aufmerksamkeit und das Interesse für das Thema und die Einsicht, meine Daten sind was wert und damit wird was gemacht. Und danach kommt das ganze Thema, was machen die denn damit? Aber bevor ich mich damit beschäftige, was machen die denn damit? Und ich lade mir jetzt mal runter bei Facebook, was die alle so sammeln und so weiter. Muss ich erstmal auf die Idee kommen, dass mich das interessieren könnte. Und das ist, ja. Also höre ich da bei Ihnen, wenn ich es überspitzt zusammenfasse, eigentlich sagen die Leute, ich kümmere mich darum, aber wenn sie sich dann darum kümmern könnten, ist es ihnen doch egal. Ja, weil, also ich fasse Sie jetzt ein bisschen zusammengerafft zusammen. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Überforderung meistens. Mhm. Es gibt ganz viele Studien, die sich um sowas kümmern. Wir haben selber mit ICT Switzerland ganz interessant eine Cybersicherheitsumfrage in der Schweizer Bevölkerung gemacht, Anfang letzten Jahres. Die meisten Leute wissen schon irgendwie, Passwörter zum Beispiel muss ich sicher wählen und so weiter, machen es aber nicht. Weil viele sind überfordert, die haben dann wirklich dann letztendlich, um das umzusetzen, was sie wissen, einfach, da fehlt dann der letzte Schritt, das Händchen halten, jemand, der noch mal kurz sagt, ja, so machst du das. Nicht nur wähle bitte ein starkes Passwort, sondern auch wie. Und wie benutze ich einen Passwortmanager zum Beispiel, Passwort-Safe, ich weiß nicht. Das bringt mich auf ein aktuelles Beispiel. Zoom hat ja jetzt während der Corona-Lockdowns die letzte Zahl war irgendwie mal 400 Millionen Abonnenten. Die Zahl habe ich so halbwegs im Kopf. Und ich sehe eigentlich nicht den großen Unterschied zu Skype. Wie macht es denn jemand, dass er plötzlich,
und man weiß, dass Zoom nicht ganz sicher ist. Wie macht man das denn? Warum gehen die Leute jetzt plötzlich zu Zoom, obschon sie wissen, dass es nicht so sicher ist? Haben Sie eine Ahnung, Herr Geich? Also die Vermutung wäre die Usability von Zoom. Es ist einfacher, um ein Zoom zu installieren und man muss als so ein Anbieter in die Viralität natürlich sinngemäß eintappen. Also es muss einfach sein, ein Meeting zu eröffnen und dann die anderen mit einzuladen. Und das ist dieser App viel besser gelungen als irgendwie einer Skype oder eben auch irgendwie einem Hangout von Google oder irgendwie 100.000 Apps, die Google sonst noch zu diesem Thema hat und Apple und alle anderen. Da ist einfach Zoom gerade da gewesen, hat so ein bisschen unschuldig gewirkt. Irgendwie, das ist neutral, das ist nicht Google, das ist nicht Apple, das ist nicht Microsoft, sondern eben Zoom. Und das ist ja dann immer das Problem, jetzt, wenn es um Cybersecurity geht, Convenience wins. Also, und Cybersecurity ist eigentlich nur dann erfolgreich, wenn sie einfacher ist in der Bedienung als das weniger sichere Werkzeug, das man hat. Und das ist etwas, so ich sage jetzt mal, das Hard Learning der letzten 30 Jahre. Oder die Leute brauchen nicht einen sicheren Fingerabdrucksensor, weil er sicherer ist auf dem Handy und geben darum den PIN nicht mehr ein, sondern ist doch noch praktisch irgendwie und hopp, irgendwie. Ob es jetzt sicherer ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber letztendlich Convenience ist immer, ich würde jetzt mal sagen, bei 99% der Menschen der Entscheidungsfaktor und nur bei ein paar wenigen religiösen Fanatikern, also jetzt im Cybersecurity-Sinn religiös, wäre dann das Kompliziertere, das aber sicherer ist, das Werkzeug der Wahl. Aber irgendwie spielen wir doch den schwarzen Peter jetzt dem Kleinsten, dem Schwächsten in der ganzen Kette zu, oder? Herr Skinner, jeder muss dann selbst entscheiden, ob er jetzt mit diesem oder dem anderen App, mit dem sicheren oder mit dem bequemeren arbeitet. Dürfen wir das einfach ein riesiges Thema dem Einzelnen zuschieben? Gäbe es nicht eine Verantwortung, politisch, gesellschaftlich? Die Frage lautet ja auch von dieser Veranstaltung, was kann der Kanton Zürich tun? Oder? Gäbe es nicht eine Verantwortung, diese Einzelnen, die Kleinen, sage ich jetzt, zu schützen? Jetzt zuerst mal so mehr moralisch und dann noch juristisch. Ich habe für beide dieselbe Frage. Ja, also... Darf ich ganz kurz eine Regie... Dani, ich sehe gar nicht... Da ist auch nichts mehr. Ist das okay, oder? Soll ich mich bei den Zuschauern entschuldigen, oder? Nicht? Okay. Gut. Ja, eben. Also ich möchte jetzt nicht mit der Moralkeule schwingen, aber ich denke, es ist unsere... Also jetzt gesellschaftlich, ich glaube, es ist auch für uns Journalisten, uns Medien, es ist unsere Aufgabe, darüber aufzuklären, was da passieren kann, wo die Gefahren liegen. Und dann hat natürlich die Politik, die Verwaltung ist dann eigentlich, also wenn wir sehen, dass Abstimmungen und Wahlen, also wenn wir sehen, dass es möglich ist, E-Voting zu hacken, dann hat die Verwaltung, meiner Meinung nach der Bund, die Pflicht zu sagen, stopp, das ist nicht sicher genug. Bevor wir das machen, müssen wir ganz sicher sein, dass es sicher ist. Das ist im Moment nicht der Fall. Die Schweiz prescht jetzt wieder vor mit einem unsicheren System. Also da ist es, ja, da liegt, ich denke, da im ganz konkreten Fall, jetzt bei E-Voting kann man es ganz konkret machen, da hat der Bund und haben die Kantone die Pflicht, da auf die Bremse zu treten und zu sagen, das müssen wir zuerst mal abklären, dass das sicher ist. Also Sie machen den Unterschied zwischen, was ist politisch, was ist staatlich, da muss der Staat
Auf welcher Ebene dann auch immer muss er einen gewissen Schutz bieten oder dafür sorgen, dass die Infrastruktur und die Prozesse sicher sind. Aber so im kommerziellen Bereich würden Sie das keine Verantwortung sehen? Es ist schwierig, da eine Firma da in die Verantwortung zu nehmen, wenn sie sich an die Gesetze... Aber es gibt ja sowas wie Konsumentenschutz, es gibt, die Armee schützt uns vor Feinden, oder? Und jetzt sind halt die Feinde nicht mehr Panzer und Flugzeuge oder weniger, jetzt sind die Feinde als Cyberangreifer. Kann ich daraus nicht eine Verpflichtung des Staates oder des Kantons oder von wem auch immer ableiten, dass er mich schützen muss? Also ich würde mich anschließen. Ich glaube, man muss ganz fundamental differenzieren zwischen dem, was der Staat tut mit unseren Daten, insbesondere auch, was für Daten er von uns einfordert, was er damit macht, wie die geteilt werden innerhalb der Behörden etc. Weil der Staat letztlich doch dem Bürger dienen sollte und auch eine andere Rechtfertigung braucht für seine Tätigkeit, auch ganz andere Mittel hat, um gegenüber den Bürgern vorzugehen. Und Unternehmen auf der anderen Seite, das ist der Standardfall, wir haben es gehört, oder die versuchen in erster Linie durch die Analyse von Daten Geld zu verdienen. Und der Hauptanwendungsfall ist im Moment personalisierte Werbung. Mhm. Und ich will nicht sagen, das sei komplett irrelevant oder komplett harmlos, aber das ist jetzt schon auf einer ganz anderen Skala als eben das Problem von E-Voting oder wenn der Staat anfängt, seine Bürger zu überwachen, wie das häufig dann in diesen Diskussionen früher oder später aufkommt. Also glaube ich, diese Differenzierung braucht es dringend. Und wenn wir dann fokussieren auf die Frage, die so ein bisschen im Raum stand, dürfen Unternehmen denn in diesem großen Stil unsere Daten verwerten, muss nicht quasi jeder geschützt werden davor, weil er das irgendwie selber nicht kann, dann glaube ich, was wir sicherstellen sollten, ist, dass Tools vorhanden sind für die relativ bescheidenen Anteile an der Bevölkerung, die hier besonders sensitiv sind. Entsprechende Browser, Tor beispielsweise, Verschlüsselungstechnologien, die man anwenden kann, sichere Kommunikationsmittel. Die kennt wieder niemand, oder? Wie? Die kennt wieder niemand. Doch, ich glaube, die Leute, die sich wirklich für diese Fragen interessieren und die hier auch besonders sensitiv sind, die sind durchaus interessiert und in der Lage, diese Dinge anzuwenden. Mhm. Aber für die große Masse des Restes, die hier, wir haben es angesprochen, oder, bei denen Convenience im Vordergrund steht, die selber auch, wie hoffentlich wir alle, noch nie einen wirklich konkreten, tangible Nachteil erlebt haben aus dem, was jetzt Google, Apple und Consorten mit unseren Daten macht. Für die sollte, glaube ich, der Maßstab ein anderer sein. Und da sollten wir versuchen, angemessene Regeln zu finden, die beispielsweise Manipulation verhindern oder ein anderes großes Problem, Diskriminierung. Mhm. Wir haben ja jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, wo Apple und Google ja sich bereit erklärt haben, mit dieser Schweizer Contact Tracing App, mit dieser Technologie zu nutzen, die sicher ist, die Nutzer schützt davor, ihre Identität abgeben zu müssen. Und das ist ja ein staatliches Produkt schlussendlich. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Und andere Staaten übernehmen sie jetzt sogar auch? Andere Staaten übernehmen es. Und wir haben in den Staaten das Negativbeispiel, wo offenbar die Polizei oder der Staat Contact Tracing Apps eingesetzt haben, um Demonstranten zu verfolgen. Und das ist, da haben wir beide das positive und das negative Beispiel. Darf ich hier bei diesem Beispiel gerade noch ganz kurz einsteigen? Ich finde auch, also was wir jetzt hier in der Schweiz haben werden, hoffentlich bald, ist ein sehr gutes Beispiel. Auch für die Kooperation mit Apple und Google. Es zeigt aber umgekehrt auch, und das ist, glaube ich, ein reales Problem, für das wir auch noch keine Lösung haben, was für eine Macht diese Unternehmen mittlerweile haben. Ja. Weil die haben definiert, unter welchen Bedingungen sie ihre Schnittstellen zur Verfügung stellen. Beispielsweise die Datenspeicherung muss dezentral erfolgen. Jetzt, ich würde dem nicht widersprechen, dass das nicht eine sinnvolle Forderung ist. Google und Apple haben gesagt, wir stellen unsere Schnittstellen zur Verfügung unter einer Reihe von Bedingungen, beispielsweise dieser hier. Mhm. Ich will nicht die konkrete Bedingung in Frage stellen, aber einfach der Mechanismus, den wir hier sehen, dass große Unternehmen Staaten vorschreiben können, unter welchen Bedingungen sie agieren können, das wirft schon Fragen auf. In diesem Fall war es glücklicherweise eigentlich ein für uns Konsumenten ein guter oder Nutzer gute Entscheidung. Ja. Ja, eben, aber es geht mir nicht um die konkreten Vorgaben, sondern das analoge Sinnbild wäre quasi, wenn der Stahlhersteller vorschreiben würde, was für Züge auf den Gleisen fahren dürfen. Mobiles werden heute als Infrastruktur wahrgenommen, aber sie sind de facto kontrolliert durch zwei US-Unternehmen. Das ist schon eine große Herausforderung, denke ich.
Also ich erfahre jetzt, dass das wieder funktioniert mit dem Fragen einspielen. Sie sind aufgefordert, Ihre Fragen einzugeben. Und ich habe jetzt hier die Regieanweisung, man kann wieder Fragen stellen. Also bitte beteiligen Sie sich, wenn Sie mögen, mit Fragen. Jetzt, wie, also wir haben gesehen, es ist so eine Diskrepanz, ob man im Business-Bereich die Leute schützen muss oder wenn es eben politisch geht. Jetzt frage ich den CTO, den Physiker, kann man überhaupt so einen Schutzschild spannen technisch oder ist der nur juristisch legal möglich oder ist es technisch möglich, irgendeinen Schutzschild aufzuspannen? Jetzt kommt was. Also ich sage jetzt mal pauschal nein. Es gibt keinen Schutz im Cyberspace, weil es ist die Frage des Angreifers und des Verteidigers. Nehmen wir E-Voting. Und ich selbst hätte das nie gedacht, dass ich das behaupten würde. Aber meine feste Überzeugung ist, dass es nie ein E-Voting geben darf. Weil man hat, ich sage jetzt mal, allein in Israel 3000 Geheimdienstspezialisten. In anderen Ländern können das schnell mal 10.000 und 20.000 werden. Und wenn man sich als einfacher Programmierer, und das kann auch ein nicht sehr einfacher Programmierer sein, damit konfrontiert sind, ein System zu schaffen, das gegen 20.000 der besten Leute auf diesem Planeten standhalten muss, das ist chancenlos. Das ist so eine komplizierte Welt von Hardware, Betriebssystem, Netzwerk, Software, die man selbst erstellt, die verteilt werden muss. Dieses System ist einfach per Definition knackbar, wenn das Interesse von Staaten oder vielleicht sogar von Firmen genug groß ist. Und insofern, es gibt keine Cybersecurity, es gibt nur eine Cybersecurity Awareness. Man kann sich so gut wie möglich schützen. Und das ist so fast wie im realen Leben, oder? Ich meine, ich kann da das tolle Kaba-Schloss haben mit irgendwie 100.000 Pins drin und weiß ich was. Und daneben ist das Fenster, das ich einschlagen kann. Und Also der Human Factor ist der Unberechenbare. Ja, im Fall der Cybersecurity einfach Komplexität. Mhm. Ich sage jetzt mal, ein Linux-Betriebssystem, das ist jetzt auch schon irgendwie ganz schön doll groß geworden. Und das bietet überall Angriffspunkte, auch wenn Tausende von Menschen die ganze Zeit Lücken suchen und auch finden. Aber eben, also meiner Meinung nach ist Cybersecurity nicht möglich, aber man kann sie einfach sehr hoch halten und auch wissen, was passiert. Die Leute eben schulen irgendwie, wie kann ich mich so gut wie möglich schützen, aber auch so, dass man es auch noch Sinn macht, oder? Weil der einzige Schutz ist gar nicht irgendwie, der beste Schutz, um nicht überfahren zu werden, ist, indem ich zu Hause bleibe. Sie reden ja aus Erfahrung. Also ich meine, Ihr Unternehmen ist ja auch schon mehrfach angegriffen worden, habe ich mir sagen lassen, und wird immer wieder angegriffen. Sie investieren sehr viel, 2 bis 3 Millionen in Cybersecurity pro Jahr. Was will man denn von Ihnen, wenn man einen Staat, ein E-Voting angreift? Kann ich mir noch vorstellen, was man will? Was will man, wenn man Takes Group angreift? Wir erreichen 80 und mehr Prozent der Bevölkerung jeden Monat und das natürlich auch digital. Das heißt, wir sehen es als unsere Pflicht an, unsere Benutzer davor zu schützen, weil wir dann die Virenschleuder sind. Wir sind das hohe R, das jemand, der ein Virus verbreiten will, suchen würde. Auf Corona bezogen, der die Reproduktionsrate. Genau.
Ja. Und, also nochmals, man kommt über einen Hack bei Ihnen an die Daten, E-Mails oder Logins? Nein, an die Computer der Benutzer. Wir schützen eigentlich durch unsere Cybersecurity-Maßnahmen die Benutzer, die Computer unserer Benutzer davor, damit irgendjemand einen Banktrojaner installieren kann oder eben das E-Voting schön beeinflussen kann. Und das sehen wir einfach als unsere Pflicht, weil das wäre gleich wie die Migros auch sicherstellen muss, dass keine Listerien im Käse sind, wie sie verteilt. So sehen wir es als unsere Pflicht, dass auch keine Viren auf unseren Websites verteilt werden können. Und das ist ein bisschen unterschiedlich zu den meisten anderen Firmen. Oder bei denen geht es darum, sich selbst vor Angriffen zu schützen. Mhm. Aber mit unserer Reichweite sehen wir es da einfach als unsere Pflicht an, auch die Benutzer zu schützen. Mhm. Und darum investieren wir so viel in Cybersecurity. Wie ist das Investment in Technologie oder in Personen? Worin besteht der Schutz? Also der Schutz, es ist kombiniert. Der einfachste Angriffsvektor ist immer der Mensch, aber man kann es dem Menschen leicht machen, dass er nicht irgendwie einem Social Hacking aufläuft. Aber ich würde jetzt mal sagen, unsere Investitionen sind etwa vielleicht 40% in die Ausbildung unserer Mitarbeiter und 60% in Cyber-Infrastruktur, unsere Systeme schwer eroberbar zu machen. Und wo soll die öffentliche Hand investieren, wenn wir über Cybersecurity reden? In diese beiden Themen. Also es geht darum, dass der Mitarbeiter im Staat über Cybersecurity informiert ist, weil ein einfacher Klick im Steueramt irgendwie kann fatale Folgen haben für das gesamte Steueramt. Da ist der Mensch gefragt, aber auch wiederum die Infrastruktur, dass vielleicht an der großen Steuerdatenbank gar kein Anschluss ans Internet besteht oder dass irgendwie die Formulare entsprechend abgesichert sind. Also in diesem Sinne eben sehe ich... Das ist so diametral gegen E-Government, oder? Dass die Steuern, das kann jetzt alles übers Internet gemacht werden. Dann hängt das ja irgendwie mit dem Internet zusammen, das Steuererhebungssystem, oder? Ja, klar, aber ich meine, jede Dienstleistung, die angeboten wird, muss in ihrem Kontext sicher sein. Ich kann ja auch nicht irgendwie ein Schwimmbad in der Ausfallschneise von einem Stausee machen, wo die Schleusen gespült werden. Also insofern, ja, wenn ich da jetzt das Steuersystem ans Internet anschließen will, dann muss ich das auch entsprechend richtig machen. Aber da braucht es eben wiederum Leute, die die Materie verstehen, also Schulung der Mitarbeiter, auch der Leute, die diese Systeme in Betrieb nehmen und warten und pflegen und in Technologie. Aber eben der Mensch, Faktor Mensch ist sicher etwas, wo man viel Gewicht drauf legen muss und der sich fast schneller ausbezahlt macht, irgendwie die Mitarbeiter zu schulen, als da irgendwie riesige Investitionen in Technologie zu tätigen. Ich habe eine Frage, geht es auch auf die Aufgabe des Staates. Sollte der Staat einen digitalen Raum, einen Datenraum zur Verfügung stellen, wo man diskriminierungsfrei ich habe irgendein Problem mit diesem Ding, das springt. Ja, ich sehe Sie da, die Frage. Also ich lese Sie vielleicht schnell vor. Da sollte der Staat eine Infrastruktur für einen digitalen öffentlichen Raum bereitstellen, braucht es einen diskriminierungsfreien Debattenraum für eine digitale Öffentlichkeit, was auf Plattformen wie Twitter nicht gegeben ist, wäre die Frage. Diskriminierungsfreien Raum? Jetzt, ich
Bei mir macht es nicht gerade Klick, vielleicht bei der Kommunikations- auch Frau Dörlemann. Die Frage ist schwierig, ja. Weil das Internet ja eigentlich mal so für sowas gedacht war. Weil das dezentral ist, offen ist ja. Nicht, genau, für jeden und irgendwie, dass sich das selbst reguliert und so, dass das jetzt halt so ist, wie es ist, ist halt, damit müssen wir jetzt leben. Ja. Schön wär's. Genau, weiß ich nicht. Ich meine, meiner Meinung nach ist es nicht die Aufgabe vom Staat, um Debattenräume zu erstellen, weder im Internet noch irgendwie über Telefone noch über irgendwie im realen Raum. Also es gibt natürlich einen Speakers Corner, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich der Staat ist, irgendwie, der den geschaffen hat oder nicht. Aber meiner Meinung nach wäre die Schaffung von Debattenräumen nicht die Aufgabe vom Staat, sondern eben das wäre eher irgendwie, dass man sich versammeln darf und dass man seine Meinung äußern darf. Das sind warum kann er sie nicht präventiv diskriminierungsfrei halten? Das muss ja moderiert werden und man entdeckt die Diskriminierung erst, wenn sie gemacht ist. Stelle ich mir jetzt so vor, oder? Ja, und da kommen wir dann auch wieder zu dem, wer entscheidet, ob das diskriminierend ist oder nicht. Und ich meine, bei Twitter und Facebook und Co. ist es ja, man kann ja melden, ob das dann jetzt alles so, also Nachrichten melden und sagen, das ist irgendwie diskriminierend und ich möchte gerne, dass der Eintrag geblockt wird. Ob das alles so richtig funktioniert, ist jetzt eine andere Frage. Aber genau, es wird halt schwierig. Je größer und je mehr wird es schwierig zu moderieren und diskriminierungsfrei zu halten. Das wäre schön, aber ja. Also Donald Trump ist ja der Meinung, dass der Twitter einen schlechten Job macht. Ja, weil man ja so einen Warnhinweis zu einem Post von ihm gesetzt hat. Ja. Richtig. Ja, ich glaube, Sie haben eigentlich das Stichwort gebracht oder die Antwort auf die Frage. Solche Kommunikationskanäle sind auch stark convenience-getrieben und insbesondere auch publikumsgetrieben. Das heißt, ich gehe dahin mit meiner Äußerung, wo ich das einfach verbreiten kann und wo ich auch gehört werde. Und das sind halt im Moment die großen Plattformen. Wenn jetzt der Staat anfängt, hier einen Raum bereitzustellen, ist, glaube ich, die Chance des Scheiterns eigentlich fast schon sicher. Kommt hinzu, dass ich glaube, diese Debatten sollten dann vor allem auch Debatten über den Staat selber sein können. So wie natürlich die Medien die vierte Gewalt im Staat sind, sollten solche Debatten eben über den Staat möglich sein. Wenn der Staat den Raum dafür zur Verfügung stellt, gerade digital besteht auch eine gewisse Gefahr, dass er dann auch auf den Inhalt dieses Raumes irgendwo Einfluss nimmt. Schon alleine durch die Architektur des Raumes. Deshalb glaube ich auch, es ist nicht Aufgabe des Staates. Aber es ist nicht auch ein Silberstreif vom Horizont, dass das europäische Datenschutzrecht, das neue, da ist ja das Gesetz strenger als eigentlich Facebook und Google und die großen Tech- oder Informatikriesen waren. Und die Schweiz hatte die Bestimmungen auch sofort übernommen, weil sobald ein EU-Bürger auf meinem Server ist, muss ich ja diese Datenschutzregelungen einhalten. Und jetzt hört man, dass in den USA der Ruf laut wird, dass man dieses europäische Gesetz eben zum globalen Standard erhebt, weil man gesehen hat, dass es gut ist. Das würde, das meine ich mit dem Silberstreif, das würde eigentlich heißen, dass der Staat nicht ganz einflusslos ist gegenüber den Tech-Giganten, oder? Ja, das ist sicher richtig, zumindest dann, wenn der Staat genügend groß ist, wie jetzt eben die überstaatliche Organisation der Europäischen Union, wo man tatsächlich interessante Phänomene beobachten kann. Das ist ja etwas, was die USA über lange Jahre sehr aktiv praktiziert hat und auch sehr erfolgreich, dass die eigene Rechtsordnung quasi exportiert wurde, Stichwort Bankgeheimnis in der Schweiz beispielsweise. Und die EU hat davon gelernt und hat sehr effektiv, glaube ich, mit der Datenschutzgrundverordnung ein Instrument geschaffen, das bewusst darauf ausgelegt war, den Raum der EU zu sprengen und auch anwendbar zu sein auf Player, die außerhalb dieses Raumes operieren, also unter anderem die großen Tech-Unternehmen. Das hat
gut funktioniert und hat dazu geführt, wie Sie angesprochen haben, dass das natürlich zum einen in der Schweiz einfach umgesetzt wird von vielen großen Unternehmen und zum anderen auch Druck ausgelöst hat in vielen Staaten. Weil für den US-Bürger ist natürlich schwer nachzuvollziehen, weshalb seine US-Unternehmen den fremden europäischen Citizen besser schützen als die eigenen US-Bürger. Mhm. Und das löst tatsächlich einen gewissen Druck aus. Das sieht man jetzt auch in den USA, wo Kalifornien ging voraus, weitere Bundesstaaten ziehen nach. Es wird debattiert, ob es etwas Vergleichbares auf Ebene der ganzen US braucht. Und viele andere Staaten weltweit ziehen auch nach. Mhm. Ob allerdings neben diesem Effekt die Inhalte der Regelung tatsächlich zielführend sind, das ist eine andere Frage. Mhm. Viele US-Amerikaner geben sich noch der Illusion hin, wir hätten jetzt hier mit diesem Golden Standard auch wirklich die richtigen Lösungen auf die anstehenden Probleme gefunden. Und ich glaube, dass die Lösungen noch nicht da sind, sieht man eben erst, wenn die mal implementiert worden sind. Und man merkt, gut, die Welt ist jetzt nicht eine andere in Europa, seitdem die DSGVO in Kraft ist. Jetzt funktioniert's. Genau. Also, wie und wo speichern Sie Ihre Daten? Nehmen wir die. Welche? Welche Daten? Ja, nehmen wir die Login-Allianz. Oder was erheben Sie überhaupt? Was wollen Sie wissen über User? Also eben, das wäre wieder die gleiche Antwort wie vorhin. Letztendlich uns interessiert nur das, was wir brauchen, um die Produkte zu verbessern. Wir sind ein Medienunternehmen ist keine Bank. Das heißt, die Identität des Benutzers ist einem Medienhaus nicht wichtig. Es geht wirklich darum, zu wissen, okay, was ist das Leseverhalten von einem Menschen, sodass letztendlich das Produkt so angepasst werden kann, dass der Benutzer es gerne benutzt. Und wie und wo speichern Sie das? Also wir sind... Also mit wo meine ich, ich weiß nicht, ist das gemeint die Cloud oder amerikanischer Server oder an der Wertstraße im Keller? Also, ich weiß es nicht, wie das gemeint ist. Die TX-Gruppe hat fast alle Daten in der Cloud und die liegen dann in Frankfurt bei einem Cloud-Anbieter, den wir verwenden. Und die sind dann nach besten Regeln der Kunst geschützt vor Fremdzugriffen. Wie lange dürfen Sie die Daten behalten? 60 Tage dürfen wir die Browsing History verwenden, die Benutzer hinterlassen. Würden Sie sie gerne länger behalten? Nein, weil die Daten haben nach 60 Tagen fast keinen Wert mehr für uns. Es geht nicht darum, dass wir die Benutzer verfolgen können, sondern es geht darum, dass wir die Interessen der Benutzer kennen. Und ein Benutzer, der alle halbe Jahr zweimal klickt, da kann man gar nichts rausfinden über diesen Benutzer. Mhm. Und ergo ist für uns diese Einschränkung eigentlich sehr willkommen, weil man ist dadurch auch gezwungen, sich zu fragen, ja, was für Daten machen überhaupt Sinn in der Produktgestaltung. Aber die Daten geben ja, jetzt spreche ich wieder den Rechercheur und den Datenjournalisten Skinner an, die Daten geben ja auch Informationen über wahrscheinlich die politische Einstellung der Leute, die die Zeitung lesen, welche Artikel liken sie, welche nicht. Ist es nicht ein bisschen kleingeredet, was aus diesen Daten gelesen werden kann, wie es jetzt Thomas Gresch macht? Ja, natürlich. Da kann man sehr viel, das ist logisch. Da kann man sehr, sehr vieles auslesen. Also gerade, also ich würde behaupten, das Leseverhalten eines Zeitungslesers, also Online-Zeitungslesers, ist zu vergleichen mit Likes auf Facebook. Und da kann man, wenn man sich da hinsetzt und das anschaut und analysiert, kann man da die Nutzer sicher in schönen Gruppen clustern und da eigentlich sehr viel über das Verhalten herauslesen, denke ich. Ja, absolut. Ja. Ich bin überzeugt, Thomas Gresch ist mit mir einverstanden. Auf jeden Fall eben, und da ist einfach die Frage, für was werden diese Daten verwendet? Und da
denke ich eben, also da bin ich halt so ein bisschen konträr zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Ich denke nicht, dass es beim Kleinen am Schluss ist die gesamte Verantwortung. Ich denke eben ein Anbieter und eben auch der Staat, der natürlich ein Monopol hat auf gewisse Dienstleistungen, umso mehr irgendwie, aber eben auch private Unternehmen. Ich finde es wichtig, dass ein Moralkodex existiert, an den man sich hält, was man mit den Daten macht und irgendwie für was sie verwendet werden und zum Beispiel was für Kampagnen das ausgespielt werden dürfen. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, und das wäre wiederum Aufgabe des Staates, zu sagen, es dürfen keine getargeteten Kampagnen im politischen Umfeld passieren, sondern Politwerbung darf nur irgendwie mit Streuwerbung passieren, aber nicht getargetet. Und da Sacha Baron Cohen hat da so einen Begriff geprägt von diesem eben Free Speech ist nicht gleich Free Reach. Dass häufig argumentiert wird, ja, ich darf doch sagen, was ich will, aber stellten da so die Social Media Plattformen als die größten Propagandamaschinen der Menschheit dar und sagt, der Staat müsse das regulieren, weil eben es könne doch nicht sein, dass irgendwie jeder Mensch einfach Zugang, wenn er nur genug Geld hat, zu dem ganzen Reach hat, um die gesamte Menschheit zu erreichen. Und dafür, aber das ist doch de facto so, oder? Ja, eben genau. Also, darum fragt er dort nach Regulierung und sagt eben, die Reichweite von diesen Social-Media-Plattformen, die müssen seiner Meinung nach reguliert werden. Und ich finde, das also ist natürlich sehr kontrovers. Jetzt sprechen Sie ziemlich stark gegen den freien Markt, oder? Und gegen das freie Internet. Was ja, aber eben, ich finde das wirklich ein sehr interessanter Input, den er dort bringt, eben wo er sagt, eben Free Speech ist nicht gleich Free Reach. Ich muss jetzt zum Juristen, ob so eine ist das juristisch ethisch wahrscheinlich nachvollziehbar? Ist das juristisch nachvollziehbar? Ja, ich würde, glaube ich, die Frage, das Problem nicht versuchen, juristisch zu lösen, sondern so ein bisschen den Bogen zurückzuschlagen zu dem, wo wir zum Anfang schon waren, beim Stichwort Manipulation. Mhm. Ich glaube, entscheidend ist, wie die Leute mit dieser Information umgehen, dem Content, den sie vorgesetzt erhalten. Und dafür ist wichtig, dass sie wissen, das ist jetzt möglicherweise targeted. Dass wir wissen, dass Trump deshalb ein Twitter-Gewitter loslässt, weil ihm das erlaubt, mit jedem einzelnen Tweet andere Wählersegmente zu bedienen. Das muss man erst mal verstehen. Es gibt ganz traurige Beispiele, wie diese Manipulation funktioniert hat, teilweise in den US-Wahlen. Und ich würde behaupten, es ist etwas, was in der Schweiz nicht denkbar wäre, weil die Leute besser ausgebildet sind in der Schule. Es gab die Versuche, Leute zu targeten und ihnen zu sagen, du brauchst nicht mehr physisch deine Stimme abgeben, du kannst dann diese SMS eine Nummer senden und dann hast du gewählt. Und es gab Leute, die haben das getan. Und auf diese Art und Weise, mit einem derart simplen Trick, die Wahlen zu manipulieren, ich hoffe zumindest, sowas wäre in der Schweiz nicht möglich. Weil die Leute verstehen, was da abgeht. Verstehen hat mit Awareness zu tun. Awareness ist Ihr Gebiet, Frau Dörlemann. Ja, genau. Das ist, letztendlich kommen wir immer wieder dahin, der Nutzer muss dann nachher das einordnen, Nutzer und Nutzerinnen müssen das einordnen und damit umgehen, was uns Facebook und Co., das Internet im Allgemeinen, sag ich jetzt mal, vorsetzen. Und da kommen ziemlich viele Sachen zusammen. Wir haben einmal Fake News, wir haben den Datenschutz, wir haben Datensicherheit. Also wie schütze ich meine Daten vor Hackern, vor Cyberkriminellen, wie auch immer. Und wie weiß ich aber auch, was zum Beispiel ein Klick, ein Like auf Facebook, was das alles bedeutet. Was macht Facebook, was sagt das über mich aus, wenn ich das like und was passiert dann? Was setzt das für eine Maschinerie in Gang, wenn ich das mache? Und das wissen die meisten eben ungenügend, sag ich mal. Da gibt es jetzt aber, um
Sie haben ja vorhin ein paar Mal gefragt, was kann der Kanton Zürich machen? Es gibt ja schon ziemlich, also das, der Schulunterricht wird ja schon angepasst und arg aufgerüstet Richtung digitales Lernen. Und um den Kindern und Schülern und Schülerinnen ein bisschen mehr Handwerkszeug mitzugeben, dass sie damit Medienkompetenz, darum geht es ja eigentlich, es geht um Medienkompetenz, da haben wir alles drunter, Fake News erkennen, Manipulation erkennen, Wissen einordnen, ein bisschen Datensicherheit, auch das Ganze der Technologie ein bisschen besser verstehen und damit umgehen. Es gibt ziemlich viele andere Initiativen, die so ein bisschen stiftungsmäßig unterwegs sind oder so freie Vereine, wie die Digitale Gesellschaft zum Beispiel, die auch ich finde eine ziemlich gute Anleitung für genau solche Leute, die ein bisschen interessierter sind, aber noch nicht so wirklich Ahnung haben, wie das funktioniert, zum Thema Tor-Browser, alternative Browser generell, alternative Verschlüsselungstechnologien, die ziemlich einfach erklärt sind, wo man sich so ein bisschen informieren kann, wenn man Lust hat. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen, weil die haben keine große Plattform. Die sind innerhalb der Internet-Community ziemlich gut sichtbar, aber außerhalb, die kommen halt schlecht raus. Und das ist dann das Problem, weil wer hat die Verantwortung? Wo liegt die Verantwortung, dass Nutzer und Nutzerinnen über sowas informiert werden und weiterkommen? Die Technik, die Softwareentwicklung oder Technik, Serviceanbieter, wie auch immer, die sehen sich natürlich nicht in der Verantwortung, weil deren Aufgabe ist, die Technik so sicher zu machen, dass das alles funktioniert und anzubieten, dass das auch irgendwie convenience-technisch irgendwie toll ist. Dann haben wir die Politik, die meistens aber nicht wirklich weiß, was sie da kommunizieren, sondern weil sie dann nicht die Schnittstelle zur Technik hat. Und das sind so Sachen, die müssen jetzt so ein bisschen herausgefunden werden, wie man das macht. Da gibt es ganz viele Bestrebungen, die jetzt schon stattfinden. Aber das ist natürlich sehr komplex und eben schwierig. Mhm. Aber ich sehe mit positivem Gefühl in die Zukunft. Sie haben die Frage gestellt, wo liegt die Verantwortung? Aber Sie haben jetzt gesagt, was verschiedene Player machen. Aber was haben Sie für eine Empfehlung oder für einen Eindruck? Wo liegt die Verantwortung? Ich denke, die Verantwortung liegt an einem zentralen Ort, sagen wir es mal so, ob es der Staat ist oder nicht. Auf jeden Fall muss irgendwie geschaut werden, dass was momentan am meisten fehlt, ist eine Anlaufstelle, eine vertrauenswürdige. Mhm. Und der Staat ist natürlich prädestiniert für sowas. Also Melanie, die Meldestelle ist zu wenig Anlaufstelle. Viel zu wenig, weil die Informationen für meistens im Business-to-Business-Bereich und halt auch sehr technisch, auf sehr technischem Level. Was der normale Nutzer und Nutzerin brauchen, ist jemand, der, wo sie hingehen können und sagen, mein Computer ist irgendwie komisch. Die können ja meistens noch nicht mal, also mir geht es da ähnlich, ich habe ja auch keinen IT-Background. Die können meistens noch nicht mal die Frage stellen richtig. Das heißt, man kann auch nicht googeln. Das heißt, man kann auch gar nicht den Experten fragen, weil der Experte weiß ja auch meistens nicht, was da passiert. Er macht nicht mehr, was ich will. Also. Ja, genau das. Und also in dieser Studie, die ich vorhin schon erwähnt habe, kam halt raus, dass die meisten Leute sich bei ihren Freunden und Bekannten die Informationen holen. Mhm. Und die sind im seltensten Fall IT-Experten. Oder IT-Security-Experten, sondern das oder Facebook, da finden sie dann auch häufig, findet man auch häufig irgendwelche Ratschläge, aber das reicht nicht. Und da, das wäre so, also Schule, da wird ja schon sehr viel gemacht und wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Organisationen und viele Sachen, auch Staat und Co., machen schon sehr viel, dass das irgendwie in die richtige Richtung geht, aber diese eine Anlaufstelle, wo es vertrauenswürdige, umfassende Informationen gibt, das wäre eine super Idee. Ist es so, ich wollte die Schlussrunde machen mit, Sie haben einen Wunsch offen, wie die gute Fee, die gibt drei Wünsche, ich gebe Ihnen nur einen. Wäre das Ihr Wunsch, so eine starke, zentrale Anlaufstelle, schon in Richtung Hilfe, aber auch Ausbildung, das wäre eigentlich Ihr Wunsch? Erstmal Hilfe. Ja? Die Hilfe. Ausbildung, da kann man, wenn man einmal schon mal weiß, was mein Problem ist mit der Technik, dann weiß ich, dann kann ich mir eher Ausbildung suchen, oder die Stelle suchen, die ich brauche, um mein Wissen zu erweitern. Aber eine Stelle, an die ich mich vertrauensvoll wenden kann und die mir weiterhilft, das wäre super. Ja. Ich gebe die Schlusswünsche weiter. Sie haben einen Wunsch offen, Thomas Gresch. Was müsste jetzt geschehen, um uns allen ein gutes Gefühl bezüglich der Sicherheit, ich sage es trotzdem, meiner Daten zu geben, dass ich da, also meine Frau hat zum Beispiel furchtbare Angst, irgendetwas anzuklicken, weil sie sagt, die wollen, also ja, klick drauf, ist kein Problem. Oder? Was müsste man jetzt machen, um den Leuten das Vertrauen zu geben? Was ist das Ding, was sie als erstes umgesetzt haben möchten? Gut, ich sage es mal provokativ, das Vertrauen langt mir nicht, sondern was müsste man machen,
damit jeder sich sicher bewegen kann, würde ich jetzt mal die Frage vielleicht mir erlauben, umzuformulieren. Mhm. Und ich denke, letztendlich zwei einfache Maßnahmen oder vielleicht drei, die jeder machen kann. Einerseits nicht überall das gleiche Passwort verwenden, das ist wirklich das Wichtigste. Und dann braucht es halt ein Password-Safe vermutlich. Das Zweite ist, nicht denselben Browser zu verwenden für das normale Internet wie fürs E-Banking, weil sonst sind auf einmal die Trojaner unterwegs. Und vielleicht das Dritte, man kann ja das E-Mail-Konto mit dieser sogenannten Two-Factor-Authentication schützen. Das heißt, dass man im Besitz vom Telefon sein muss, um überhaupt irgendwie ins E-Mail zu kommen. Und das wäre so ein dritter, einfacher Trick, um sich wirklich sicher im Internet zu bewegen. Und diese Tricks müssen von kompetenter Stelle breit bekannt gemacht werden. Genau. Ich habe das mit dem Browser eben gelernt von Ihnen. Ich werde sofort heimgehen und E-Banking nicht mehr über meinen normalen Browser machen. Danke vielmals, Herr Resch. Auch Ihnen beiden, Herr Duvenet, ein Wunsch. Was müsste jetzt als erstes umgesetzt werden oder angepackt werden? Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir bereits mehrfach angesprochen haben, dass wir uns Gedanken machen über die konkreten negativen Auswirkungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Personendaten auftauchen können, und dass wir uns jetzt aus rechtlicher Sicht überlegen, welche Mechanismen wir brauchen, um beispielsweise Manipulationen zu verhindern und Diskriminierungen. Sehr gut. Und Sie hatten die erste Demo, Herr Skinner. Sie haben das Schlusswort. Sie ja, also ich mache mir nichts vor. Ich nutze das Internet sehr häufig und viel und intensiv, und da entstehen Daten und diese Daten werden genutzt. Mein Wunsch ist, dass ich nachvollziehen kann, wie diese Daten genutzt werden. Da mache ich mich auch nichts vor. Unternehmen wie Twitter und Google werden ihre Algorithmen nicht veröffentlichen. Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Aber ich denke, und das ist etwas, was der Staat möglicherweise regulieren könnte, nämlich dass es immer eine Möglichkeit gibt, diese Dienste zu benutzen, ohne dass diese Algorithmen eine Wirkung haben oder eingesetzt sind. Diese Möglichkeit möchte ich immer haben, damit ich ganz simpel, wenn ich Twitter nutze, die normale Ansicht wird mir dann Inhalte vorzeigen, die mir möglicherweise am besten gefallen. Ich möchte immer prominent die Möglichkeit haben, umzuschalten, damit ich das einfach chronologisch... So einen anonymen Modus sozusagen, oder? Genau. Diese Möglichkeit, die muss gegeben sein. Ja. Das ist ein Auftrag an die Login Allianz. Gut, also ich habe viel gelernt. Wirklich technisch, awarenessmäßig, erziehungsmäßig, rechtlich. Die Möglichkeiten für Journalisten und Auswirkungen auf Politik. Ich danke Ihnen, Herr Duvenet, Herr Skinner, Frau Dörlemann, Herr Gresch. Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie ausgeharrt haben, obschon ich aus technischen Gründen nicht wahnsinnig viele Fragen reinnehmen konnte. Ich verspreche Ihnen, wir lernen dazu. Das nächste Mal werden wir besser. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein im Namen von eZürich und all seinen Kooperationspartnern und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn der Polit-Talk von Digital Zürich über die Bühne oder die Bildschirme geht. Besten Dank und auf Wiedersehen.